willkommen wieder auf HTL, wieder mit Daniel, Olli und Daniel. Mal wieder nach langer Zeit. Sehr lange Zeit, richtig. Wir wollten uns einfach mal wieder melden, nach längerer Abstinenz. Abstinenz? YouTube-Abstinenz? Genau. Wir wollen einfach mal quasi ein Update geben, was so passiert ist und vielleicht, wie es weitergeht. Und ja, welche Update-Nummer das auch immer ist, keine Ahnung. Nummer 125, ich habe keine Ahnung. 42 ist die Antwort auf alles. Werde ich auf jeden Fall unter dem Titel lesen, aber ja, heute geht es einfach nochmal um ja, uns drei, wie es uns so ergangen ist in der letzten Zeit und was wir so weiter vor. Ja gut, dann fange ich einfach mal ganz stumpf an. Die meisten von euch wissen ja, ich bin ja ausgedroppt offiziell, weil ich Papa geworden bin und ich muss sagen, so eine Tochter ist ganz, ganz was Tolles. Also wer sich überlegt, Kinder anzuschaffen, ist was ganz, ganz Feines. War dann nur eine Tochter? Ja, eine Tochter. Und die ist jetzt gerade 2 Jahre alt geworden. So lange bin ich auch eigentlich schon raus. Letztes Jahr habe ich ein bisschen was gemacht, aber schon einfach herausfordernd von der Zeit her. Wenn man ein bisschen Tabletop spielt, ein bisschen was bemalt und dann hat man einfach keine Zeit mehr, was zu nehmen. Jetzt wird die ein bisschen älter und jetzt selbstständiger und jetzt geht es auch ein bisschen besser. Dann haben wir noch die etwas größere Herausforderung, dass wir hier bei mir bei ihr zu Hause drehen. Und wenn wir drehen, dann kann die Kleine natürlich nicht dabei sein, die will aber dabei sein, also unter Tag geht es nicht. Die räumen den ganzen Tisch ab. Das heißt, wir können nur abends drehen und dann sind wir meistens oder zu Hause spielen. Ja, genau richtig. Also es ist nicht ganz so einfach. Ja, letztes Jahr war nicht ganz so einfach, das wissen alle. Social Distancing ist das große Wort gewesen. Wie haben wir das überwunden, unsere Social Distancing, Guys? Ja, indem wir Distanz gehalten haben. Ne? Ja, wir haben es eigentlich, ich finde es ja eigentlich ziemlich cool gelöst, muss dazu sagen. Wir haben natürlich uns auch für mittlerweile ein Spiel, ich weiß, die meisten sind noch im Herr-der-Ringe-Bereich unterwegs, aber wir haben es ja mit Fallout jetzt auch schon seit längerem eigentlich schon, die wir spielen. Wir waren ja auch viel unterwegs noch vor 2 Jahren schon. Ja. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man quasi so Art des Rollenspielmechanismus nutzt, auch wirklich. Und der Olli hat sich da eine coole Kampagne quasi überlegt. Also nicht eigentlich nur überlegt, sondern eine richtig coole Kampagne überlegt. Daniel kann hier so ein paar Fotos dann reinschneiden, wie das aussah. Irgendwo. Alles bei Olli in seinem verrückten Kopf, sag ich mal, entstanden. Ich weiß nicht, wie viele Sessions hatten wir insgesamt? 15 oder 16 Sessions. 15 Sessions mit wirklich einer sauhängenden Geschichte als Kampagne. Und wir haben quasi jeder eine Figur gehabt. Und die quasi wirklich als Rollenspielcharakter sich mal weiterentwickelt hat. Und das Ganze haben wir halt natürlich digital gemacht. Ja, nicht ganz digital. Also wir haben digitale Medien benutzt. Wir haben also Skype benutzt und bei mir war der Spieltisch aufgebaut und den haben wir dann mit einem iPad oder mit einem Laptop gefilmt und die Jungs haben mir gesagt, was sie machen wollen. Dann habe ich deren Figuren bewegt und habe die Geschichte im Kopf gehabt. Ich habe dann die Gegner und die NPCs gesteuert etc. Und es hat auch richtig, richtig Bock gemacht. Richtig und gerade cool. in den ganz harten Zeiten war das immer so ein Abend, auf den man sich freuen konnte, wenn man abends mit den Jungs zockt. Und sind wir aus ganz Deutschland teilweise zusammengekommen, um zu zocken virtuell. Das hat auch echt Bock gemacht. Ja, das war schon eine coole Idee. Ist klar, wir haben natürlich immer verbessert über die Zeit, aber ich glaube, wir haben am Ende echt einen guten gute Oberfläche gehabt, immer wo agieren konnten. Es waren, glaube ich, am Anfang Bildschwierigkeiten, wir konnten nicht so richtig viel erkennen. Irgendwann sind wir dann aufs iPad umgestiegen, genau. Wir waren deutlich besser mit Kamera, wir konnten näher dran ans Spielfeld, das war auf jeden Fall gut. Also es ist wirklich ein Punkt, den man sich beachten muss, wenn man es mal selber nachmachen möchte, dass man das Spielfeld wirklich gut erkennen kann, weil als wenn man auf der Seite, wo man nicht hier ist, an einem Ort, ist das wirklich schwierig zu erkennen, wo ist jetzt ein Item, wo stehen jetzt eigentlich die Charaktere, das ist wirklich nicht so einfach. Aber wenn man da gute Kameras nutzt, dann ist das echt cool. Und die Geschichte war sowieso mega geil. Also wir hatten super viel Spaß. Also danke an Olli hier. Ja. Wir waren auch nicht nur zu dritt, wir haben auch mit ein paar anderen Kollegen gespielt. Und das hat sich auch erweitert sozusagen, auch über die Geschichte hinweg. Das ist halt das Geile in so einer Kampagne. Dann haben wir einen Kumpel aus Süddeutschland, den Daniel auch noch dazu bekommen. Daniel. Gut, dass wir Spitznamen spielen haben. Ja. Und der kam halt später dazu und der hat einen Roboter gespielt als Beispiel. Und mit dem Roboter, dann wurde der Roboter einfach einem Spieler zugewiesen und der war dann der Herr des Roboters. Und das war dann die ganze Kampagne über. Das war sehr, sehr, sehr lustig an der Stelle. Ja, was macht ihr sonst so, Jungs? Ja, ich würde sagen, was haben wir beide noch gemacht letztes Jahr? Würde ich mal sagen, wir haben abgenommen. Stimmt, ja, richtig, ja. Beide so zwischen 10 und 15 Kilo? Ja, massiv abgenommen. Also die Zeit letztes Jahr 2020 genutzt, um halt massiv abzunehmen. Ja,
Sport, Ernährung und hat geholfen. Das ist auf jeden Fall eine große Veränderung, würde ich sagen. Das stimmt, ja. Wir sind nicht mehr so wampert im Munde, wie man auf Österreich sagt. Genau. Und bei dir? Du hast zugenommen oder nicht? Weiß ich nicht genau. Am kleinen Finger, oder? Ich esse immer noch genauso viel wie vorher und nehme mich zu, sag ich mal. Also ich aber der Daniel hat die größte Veränderung, oder? Ach so, ja. Also du bist die größte Veränderung von uns allen. Ja, aber das war jetzt auch erst so spontan. Der ungeplant. Der ungeplant war es nicht. Ungeplant war es nicht, aber ja, ich werde halt auch unter die Haube kommen oder so. Oder sagt man das nur bei den Frauen? Wie auch immer. Ja. Die Kette wird angelegt. Ja, genau. Ein Ring nicht zu knechten. Genau, den kriege ich. Oder einen Vorteil habe ich vergeben. Und alles. Ja, so genau. Bin ich jetzt, komme ich hinterher. Ihr habt da vorgelegt vor 2-3 Jahren. Und ich kann jetzt nachlegen. Mal nachziehen. Genau. Ja, was war, also jobmäßig waren wir gar nicht betroffen eigentlich von irgendwie Kurzarbeit. Ja, Gott sei Dank. Wir hoffen, dass bei euch auch alles gut ist mit den Jobs und so, gell? Weil also Daniel war ja einer Betroffenen auch am Anfang, zwar so, dass er dann in Kurzarbeit reinkam. Da gab es ja schon einige, ich sag mal, Verwerfungen. Ja, ich hoffe, dass ihr euer Hobby auf jeden Fall weiter durchführen konntet. Und ja, zum Malen, also keine Mahlzeit war perfekt. Die meint mein Kunde gut. Keiner hat Argumente, dass es seinen Backlog vergrößert hat. Ja? Ja. Also kaufen nicht, du müsst ein bisschen Farben kaufen, dass man schön hätte alles anpinseln können. Ich bin übrigens immer noch bei Backlog Zero. Immer noch Zero. Die ganze Zeit. Und ich kaufe konstant. Wunderbar. Ja, kaufe konstant. Jetzt eine Frage so auch in die Zukunft, was wir jetzt machen. Du hast weiterhin Fallout natürlich im Fokus. Ne? Macht ja auch noch, oder macht uns allgemein sehr, sehr viel Spaß. Die Individualität mit den Items und Figuren, das können wir echt nur weiterhin empfehlen. Ist ein sehr cooles System, macht echt Spaß. Und du hast die AI dabei und bist halt so frei, du kannst für dich selber spielen, alleine. Ja, wir haben auch zum Beispiel schon Spiele gemacht, wo wir einfach total stumpfe Missionsziele erfunden haben und dann haben wir eine vierte neutrale Partie dazu genommen. Man kann sich komplett austoben und das ist das Geile. Oder halt, wie gesagt, mehrere Einheiten Massen machen. Man kann auch nur ein paar Einheiten super cool aufrüsten mit Sondersachen, mit Granaten und hier. Es ist einfach, die Individualität ist schon sehr hoch. Ich meine, wir kennen über Herr der Ringe auch. Es gibt ja von der Spielfigur mit der Zauberei und so weiter, du hast ja auch viele Sachen drin. Ist aber von der Grundstruktur ein bisschen mehr standardisiert als dort, muss ich sagen. Also kann ich ja nur weiterhin an Herzen legen, ist echt cool. Und die sind auch als Firma, wir haben ja damals viel über die Firma noch geredet gehabt, weiß ich noch, kann mich daran erinnern, haben sich schon mehr professionalisiert. Also da ist schon, jetzt Lieferungen sind vernünftiger, die Figuren kommen vernünftig an, das ist schon in Ordnung. Und es ist immer noch eine Community, unter anderem ist immer der Olli dazu, die auch sehr stark noch daran arbeiten, halt die Punktevergabe zu machen von Figuren und denen zu unterstützen. Die leben noch viel über die Community und das ist auch eigentlich cool, dass die Community sich da so schön einbringen kann. Das ist ja auch selten, nicht so wie Games Workshop, so wir machen die Regeln und die gucken mal, wie ihr damit klarkommt. Das ist schon mehr. Sagen wir mal in der Community. Und wie gesagt, das hat sich auf jeden Fall schon auch deutlich verbessert. Nochmal hier richtig. Meinen nicht vorhandenen Bauch hat der Daniel gerade angesprochen. Genau. Ja, was war noch? Was ist jetzt heute noch hobbymäßig sonst noch ab? Also, Fallout, ne? Genau, also ich habe gestern oder vorgestern, genau, es hatte einer auch noch die letzten zur Zeit die Karten gekauft. Die Fallout-Missionskarten. Es kommt nicht häufig vor, weil man kann es aktuell nur, ich sag mal, jetzt bei mir eine E-Mail schreiben und die bestellen, aber es kam halt jetzt vor und dann bin ich nochmal in den Keller gegangen und habe nochmal gesucht nach den Karten, weil ich sie natürlich in irgendeine Box getan hatte. Und dann bin ich alle Boxen durchgegangen und dann habe ich nochmal gesehen, wie viele Einheiten ich echt auf der Liga habe. Warum habe ich denn so viel davon? So Gelände hier und so von den ganzen Turnieren zum Beispiel. Ne? Ich habe allein zwei Regale von uns voll mit Tabletops. So, scheiße. Was soll ich sagen, Daniel? Ja, aber du hast dann massiv reduziert, auch den Geländemäßig zumindest. Und ich wundere mich überhaupt nicht, dass du dich aufgestockt hast. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich so viel erfunden habe. Das ist echt schon erschreckend gewesen. Also ich glaube, da gibt es Leute, die haben sehr viel mehr. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, wer mehr hat das denn, Daniel? Okay, es gibt viele. Aber ich war trotzdem selber sehr erschreckt. Dann ist er so, wie viel habe ich denn hier rum? Und vor allem, wie viel unbemalt ich doch. Also der Daniel ist nicht wie ich, ja? Ich hab da nämlich eine Folie abgehoben, das wird der Olli sich erschrecken, und hab da noch unbemalte Sturmtruppler gefunden. Weißt du noch, wo? Und das ist so, oh, da wollten wir mal irgendwas mit Star Wars spielen. Stimmt, wie viele Jahre ist das wohl schon her? Wie viele Videos gab's? Null. Extra Videos. Du hast dein Sturmtruppler zusammengebaut, glaube ich, am Video. Ah, okay. Ja, gut.
Mehr habe ich nicht geschafft. Ja, das war schon interessant. Ja. Ich glaube, ein Star Wars Flugzeug oder so, sag ich jetzt mal, oder sowas, ist auch, glaube ich, im Fallout bei dir. Ja, genau, richtig. Ein abstürzender Gleiter, der ist in meiner Kiste dabei, richtig, genau. Ja, der war auch schon mal auf dem Spielfeld dabei. Ja. Ja. Also so, wieder verwertet. Ja, Zombie-Zeit sind wir auch nicht mehr so wirklich zugekommen. Nein. Das war nicht mehr so im Fokus. Wir hatten Moment, doch, das haben wir auch in der schwierigen Zeit mal gespielt. Ja, über einmal Skype. Ja, über Skype. Oder so extrem eskaliert so schnell. Stimmt. Aber da war die Qualität halt noch so. Stimmt, ich meine, das war immer noch ein Aufbau und ein Rollen. Ja. So. Ja, stimmt. Ja, ja. So ein bisschen. Und wir haben aber ein anderes Spiel gehabt noch zur Anfangszeit. Tinted Grey. Tinted Grey, ja, aber angefangen, auch ein paar Mal irgendwie, aber noch nicht wirklich gut weitergekommen. Also, das ist schon. Wir sind nämlich der erste Grund, sind wir, glaube ich, sofort draufgegangen. und dann haben wir nochmal gespielt. Und wenn man den Mechanismus rausgeht, kann es relativ schnell gehen, aber ja, es hat es noch nicht also so ganz gecatcht. Richtig, genau. Es hat nicht ganz gecatcht, ganz genau. Noch nicht. Ich glaube, wir müssen nochmal anfangen. Ja. Ja, müssen wir noch versuchen. Ja. Das ist so eigentlich so im Hobbybereich so unterwegs, ne? Mhm. Und bei dir? Ja. Sportlich, meine andere Hobbys also, gingen halt nicht. Ja, Handball geht nicht. So, ja. Also das war halt alles sehr schwierig. Das stimmt. Also ich habe ja einmal Training, ne? Irgendwann so im Sommer? Ja. So ich hatte mehr Training als der Daniel. Ja? Ja, ich hatte bestimmt dieses Jahr. Ne? Genau. 20 Mal Training oder so? Ja, ging ja raus. Das ging ja. Ja. Ja, im Sommer haben wir dann viel auch Volleyball privat gespielt und sowas. Ging ja alles, aber ja. In städtischen, öffentlichen Bereichen ist ja alles, ist alles ist schwieriger gewesen. Ja. Ja, aber sonst. Wir haben. Der Daniel hat einen neuen YouTube-Kanal. Ja. Habe ich? Richtig. aber ganz anderer Bereich. Was machst du da, Daniel? Ja, wir wollen im Bereich Finanzen ein bisschen was machen. Es gibt ja viele Finanz-YouTuber, die ja da ansetzen, dass man quasi sein Geld vermehrt und anlegt. Und wir wollen eigentlich genau davor ansetzen, zu sagen, wie kommt man überhaupt an Geld? Um das Wort. Also wenn ihr Geld fragt, habt, fragt den Daniel, wir haben keine Ahnung davon. Genau, also ich hätte einen Vorschlag, man betreibt nicht so teure Lampen hier. Dann das ist auf jeden Fall Energiekosten, richtig. Also es ist sehr warm hier, kann ich sagen. Ich habe was gemacht, ich habe mir eine Solaranlage angeschafft, um mein Geld vielleicht zu vermehren. Siehst du, der ist auch in den Baumarkttrend eingestiegen letztes Jahr und hat auch noch nicht investiert. Ja, also genau, ich habe einen neuen Kanal aufgemacht, da ist noch nicht so viel passiert, aber wenn ihr Bock habt vorbeizugucken, ja, in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Aber wie gesagt, ein ganz anderer Themenbereich, wir fangen auch gerade erst an. Ja, das habe ich aber angefangen natürlich auch so und hat natürlich auch Verzögerung reingebracht durch letztes Jahr und konnte mich nicht so viel mit dem Thema, weil ich das auch mit einem Kollegen mache, beschäftigen. Ja. Jetzt hau ich aber jetzt einen raus hier. Ja? Ich hau jetzt hier einen raus, Daniel. Wir haben euch ja von unserer Kampagne erzählt. Ja, das ist was gut. Hältst du davon, wenn wir da mal einen Livestream machen und die Leute können sich das angucken? Ja, das finde ich ganz cool. Also bist du auch am Start? Da müssen wir uns überlegen, wie wir das jetzt ermöglichen natürlich und mit welchen Personen. Dann hat man schon mal kurz. Ich glaube ganz ehrlich, dass wenn du das dir nachträglich anguckst, was ist ich, so 2,5 Stunden, dann ist das relativ lange. Aber wenn wir einen Livestream haben und eine Person guckt so ein bisschen, was im Chat so für Fragen kommt und bringt das auch so ein bisschen rein, dann könnte das nochmal ein bisschen Würze für uns bringen und ich glaube, das wäre ganz geil. Ja. Wollt ihr so einen Livestream sehen, wie wir so ein Fallout Kampagne spielen und total abgehen, dann schreibt das unten rein, gib einen Daumen hoch an der Stelle. Jetzt ist nur die Frage, wer schreibt die Kampagne? Ja, gut, der spielt nur einen Sofa. Ja, also die eine, die wir gespielt haben, die ist beendet, die war genau gespielt. Die Helden sind in die Sonne gegangen, genau. In den Sonnenuntergang geritten. Ehrlich gesagt, wir waren einfach zu stark. Die Guys haben so gut gewürfelt, das ist auch zu stark. Nee, war echt, aber das ist doch mal eine Idee, oder? Ja. Ich finde es schon cool. Wir müssen uns halt überlegen, vielleicht könnt ihr da mal auch Ideen einbringen, wie man so das interaktiver gestalten kann. Ja, wenn man so ein kleines Element, wir wollen schon natürlich Spiel an sich und unser Rollenspiel spielen und euch das zeigen und näher bringen. Ja, aber nicht so ein klassisches, es ist schon mehr ein Miniaturenspiel mit Rollenspielelementen, so würde ich das ausdrücken. Okay, ja, aber das heißt, wir wollen schon natürlich unsere Kampagne spielen, aber vielleicht kann man so eine Kleinigkeit reinbringen, wo ihr auch ein bisschen mitentscheiden könnt. Das finde ich ganz cool. Ja? Und vielleicht habt ihr da auch Ideen, schreibt in den Kommentaren, dann können wir das Ganze dann auch mal interaktiver gestalten. Aber machen wir nur, wenn dieses Video mindestens 100 Likes kriegt. Sonst machen wir das nicht. Liken. Daumen hoch, wenn ihr uns beim Livestream sehen wollt.
Nicht nur uns, vielleicht noch ein paar Leute mehr. Ja, genau, es kann auch sein, dass wenn genug Daumen hoch da sind, dann akquirieren wir noch ein paar Leute. Genau, müssen wir das mal digital dann irgendwie gestalten. Aber das kriegen wir sicherlich. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt, glaube ich, genug gelauert. Ihr wisst so ungefähr, wie es uns jetzt geht. Genau, in Zukunft dann vielleicht Livestreams. Wie gesagt, wir haben grundsätzlich das Thema, dass wir nochmal ein bisschen vielleicht aktiver ein paar Videos bringen wollen, zukünftig. Wir haben gerade eins abgedreht, das kommt auch dann bald oder kam schon, ich weiß es gar nicht. Da kommen sicherlich ein paar und vielleicht auch diesen Livestream. Ja. Also schreibt rein. Da würde ich sagen, belassen wir es dafür bei heute. Ja, war mal wieder ein Update, notwendig. Bis dann. Bis bald, zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.